Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Lancôme Adventskalender rein und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wow, also was ein wunderschöner Adventskalender, oder? Das ist tatsächlich einer, der 130 Euro kostet. Ich habe den auf der Lancôme Homepage selber gekauft. Das muss man hier so ein bisschen öffnen. Ups. Moment, das geht nicht so. Da muss ich den ein bisschen mal zur Seite stellen und das dann eben so öffnen, weil das ist wie so ein, also wie ein Kunstwerk fast schon gestaltet. Sehr, sehr hochwertig, was man auch für den Preis erwarten darf, finde ich. Ne? Jedes Jahr erscheint er auch wirklich extrem hübsch, muss ich sagen. Und dieses Jahr fühlt sich der auch ein bisschen robuster an als in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Nummer 1. Und das sieht mir schon direkt nach einem Parfum aus. Und tatsächlich haben wir hier das La Vie est Belle in einem Sprayer. Richtig, richtig gut. Und das sind 10 ml hier drin. Das La Vie est Belle ist auch wirklich so ein Staple-Parfum, muss ich sagen, von Lancôme. Und eine tolle Größe. Mag ich sehr gerne leiden. Also wirklich ein schöner Start. Auch der 2. Dezember ist nicht weniger edel befüllt mit der Hydrazen Gel Creme. Ja, 15 ml haben wir hier drin enthalten. Selbst bei solchen hochpreisigen Adventskalendern bin ich auch jemand, die sagt, 3 von jeder Sorte. Das wäre tatsächlich auch hier so mein Ding. Ne? Ich würde es auch feiern, wenn wir wirklich 3 Gesichtscremes drin haben. Ich brauche aber eigentlich nicht mehr als 3. Genau, und das hier ist eine schöne Geschichte so für den Morgen, dass man dort diese Creme aufträgt und ja. Weiter. Das, ja, ich habe einen tollen Vibe, weil ich das einfach wunderschön finde. Und ihr seht den gar nicht so, ne? Muss Erwin mal ein bisschen näher kommen? Ja, so ist besser, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, wir haben jetzt 2 Cremes in Folge, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Das hätte man etwas besser verteilen können. Die Renergie HPN 300 Peptide Cream, High Performance Anti-Aging Cream mit 15 ml. Ja, also sowas kann man tatsächlich etwas besser aufteilen, auch wenn ich es gut finde, weil das auch eine gute Creme ist tatsächlich. Ne? Sofern man auf Parfümstoffe in Produkten steht, weil da bei Lancôme hast du definitiv Parfümstoffe drin. Hier haben wir die Nummer 4 und man macht das Läschchen auf und klappt die beiden Seiten so um und kann das Produkt schön entnehmen. Hier werden die Leute glücklich gemacht, die diese Miniaturen sammeln, denn wir haben von dem, tja, bist du, nein, Tresor müsste das sein, ne? 7,5 ml. Ich sammle ja diese Miniaturen, um ein Parfüm-Miniaturen-Adventskalender auch zu packen und zu verlosen. Denn ich selber verwende das halt nicht. Also ich sammle diese Flakons nicht und dann wäre das halt bei mir Perlen vor die Säue. Das wäre ein bisschen schade. Und ja, wir haben die aber in Adventskalendern sehr, sehr häufig drin. Und auch in dem Lancôme-Adventskalender immer so 2 ungefähr mit enthalten. Der 5. Dezember ist eine Schublade und hier ist tatsächlich eine Full-Size, Leute. Eine Full-Size drin. Und zwar von der Hypnose-Mascara. Richtig, richtig geil. Also, ja, 01. Ja, das wird die ganz klassische Hypnose auch sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich blende euch hier auch gerne mal das Bürstchen ein. Ich habe sie selber auch da, deswegen wird die jetzt nicht bei mir bleiben. Aber das ist schon geil, ne? Also, ich wünsche es mir natürlich in dem Adventskalender oder in Adventskalendern in dieser Preissegmentsgeschichte, in der Preisklasse, dass da auch sehr viele große Größen drin sind. Aber einfach mal in der 5 eine Full-Size-Mascara, die ja locker ihre 25, 30, 35 Euro kostet, läuft. Und auch am 6. Dezember an Nikolaus bleibt das Herz für dekorative Kosmetik weiter am Schlagen. Drama Matte L'Absolu Rouge 196 haben wir hier einen Lippi drin enthalten. Das ist aber keine Full Size, das ist eine Travel Size. 1,6 Gramm sind in diesem Lippenstift enthalten und das ist ein wunderschönes, dunkles Rot. Sehr, sehr elegant. Also erinnert auch ein bisschen an diesen Old Money Make-up Trend und so, ne? Mächtig cool, genau, mächtig cool. Okay, ja, die haben das Ganze eher so nach Kategorien offensichtlich aufgeteilt, denn am 7. Dezember erscheint schon wieder ein Lippenstift hier auf der Plattform. Die 274 in der Cream-Variante, also nicht in der Matt-Variante. Und das schaut so aus. Das ist ein wunderschöner, tragbarer Alltagston. Oh, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Also richtig, richtig elegant. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht und da haben wir einen Toner drin enthalten. Wir sind also wieder bei der Skincare. 50 ml von dem Softening Hydrating Toner mit Rosenwasser. Finde ich richtig, richtig cool, dass wir hier auch einen Toner drin haben, denn das vergessen tatsächlich viele Firmen bei ihren Adventskalendern.
In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine weitere Mascara freuen. Und zwar ist das 2 ml von der Hypnose Drama Mascara. Also das ist eine ja auch etwas andere Bürstenform und ja auch wieder eine Mascara. Richtig, richtig schön. Hätten die, wie gesagt, ein bisschen homogener verteilen können mit der dekorativen Kosmetik, aber wir gucken einfach mal. Ja, Verteilung ist schon wichtig, denn auch in der Nummer 10 wird es mit einer Mascara weitergehen. Und ja, das ist die dritte Mascara und ich finde, das reicht. Also es sollten auch nicht mehr als 3 Mascaren hier drin enthalten sein. Die Lash Idol von Lancôme ist es natürlich, von Lancôme 2,5 ml Glossy Black. Die hat auch so ein schönes, geschwungenes, bananenförmiges Bürstchen. Ich blende euch die Bürstchen immer mit ein, ne? Und ja, die finde ich auch okay. Also am allerbesten finde ich tatsächlich die Hypnose Mascara. Und ich glaube, dass die Hypnose Drama tatsächlich mir auch ein bisschen besser gefällt, weil die nochmal mehr Wum, Wawa-Wum in die Wimpern bringt. Okay, so langsam könnten die auch mal mit ein bisschen mehr anderer Skincare weitermachen oder anderen Produkten. Ich habe hier wieder einen Toner, was ich ja auch wieder gut finde, ne? Also finde ich wirklich klasse. Absolue Rose 80, The Brightening and Revitalizing Toning Lotion. Das dürften auch wieder 50 ml sein, ne? Aber wir haben jetzt 2 Gesichtscremes, 2 Toner, 2 Lippies, 2 Parfums, 2 Mascaras, 3 Mascaras, also jetzt ein bisschen mehr Abwechslung zur Halbzeit wäre nice, oder? Ja, ich weiß, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, aber wir haben auch ein sehr hohes Niveau bei diesem Adventskalender. Wir haben jetzt hier auch einen Klassiker drin, der immer drin enthalten ist. Das ist ein Kohlkajal mit 0,7 Gramm. Schaut so aus, das ist einfach ein schwarzer Kajalstift, den du auch als Eyeliner verwenden kannst oder als Base für deine Smoky Eyes zum Beispiel. Und das ist ein Holzstift zum Anspitzen. Mag ich nicht unbedingt am Auge, muss ich gestehen. Okay, richtig gut. Wir bekommen jetzt zur zweiten Hälfte des Adventskalenders zum 13. Dezember ein Le Galate Confort, also quasi ein Comforting Makeup Remover Milk mit Honig und Süßmandelöl für trockene Haut und sensible Haut. Und hier sind 50 ml drin. Das finde ich gut, ne? Einfach mal so ein bisschen Make-up-Entferner auch mit drin. Und ich finde auch, dass die Größen hier drin sehr ansprechend sind. Was meint ihr jetzt so bislang? Also ich finde es tatsächlich besser als der letztes oder sogar vorletztes Jahr, den ich hatte. Mir gefällt es bislang. Das Youth Activating Concentrate Advanced Jeunifique habe ich hier mit 10 ml drin enthalten. Finde ich gut. Das ist ein tolles Serum, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und ich feiere es tatsächlich, dass wir jetzt auch ein Serum haben. Also so langsam schließt sich die Routine der Gesichtspflege, ne? Wir haben einen Make-up-Entferner bzw. Gesichtsreinigungsprodukt. Dann haben wir einen Toner, ein Serum, Gesichtscreme. Und jetzt fehlt dann wahrscheinlich noch eine Augencreme. Mal gucken. Und ja, weiter geht die wilde Reise. Ha! Gesagt, getan. Am 15. Dezember Lancôme Absolu ist es eine Revitalizing Eye Cream mit 5 ml. Ist okay, dass es nur 5 ml sind, denn so eine Augencreme, die hält wirklich relativ lange und ich weiß, dass diese Absolu-Reihe sackenteuer ist. Deswegen freue ich mich. Genauso freue ich mich dann ja auch über den Absolu Toner, weil ich glaube, das ist die teuerste Reihe, die Lancôme so hat. Ne? Edel, edel sprach der Wedel, finde ich klasse. Weiter geht's. Ich finde es einfach hübsch, dieses Dörfchen mir anzugucken und diese Kläppchen zu öffnen, weil allein das Öffnen der Kläppchen ist irgendwie so hochwertig, weil das hat so eine extra Lasche und so. Da sind 130 Euro dann auch irgendwie sinnvoll. Irgendwie Fazit mittendrin läuft bei mir. Ja, das ist jetzt unser dritter Toner am 16. Dezember. Das muss jetzt auch reichen. 50 ml Toni Confort Possage, also Dry Skin, Even Sensitive Skin, Rehydrating Comforting Toner. Ich hatte den mal. Der ist, glaube ich, sehr, sehr stark parfümiert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auch wenn draufsteht, ist für sensible Haut geeignet, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich habe sehr sensible Haut. Unsere zweite Augencreme, die aber sehr, sehr gut ist, haben wir jetzt am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Das ist die Advanced Jeunifique Youth Activating Light and Youth Activating and Light Infusing Eye Cream mit 5 ml. Finde ich richtig, richtig gut. Also mag ich wirklich, dass wir hier dann auch unsere weitere Augencreme drin haben. Aber wie gesagt, die Verteilung wäre schon netter gewesen, das ein bisschen anders zu gestalten. Wow, Leute. Was ist das denn? Ich habe hier bei der 18 tatsächlich, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, eine Schublade und da ist krass was drin. Ich meine, dass ich das auch irgendwann mal gesagt hatte, dass ich mir gerne in solchen One-Brand-Adventskalendern, in dem von Lancôme halt so eine Lidschattenpalette wünschen würde oder so, ne? Und hier habe ich eine. Das ist der Wahnsinn. Hypnose-Palette for Natural and Dramatic Looks. French Nude 01 ist die Farbe. Schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Wie geil! Also ich bin gerade schon hin und weg.
Ne? Ich hatte mal von Lancôme auch eine, die war aber nicht so gut von der Pigmentierung her, die war aber auch bunt. Und hier habe ich jetzt eine, die ist tatsächlich nude und das passt. Also diese Applikatoren hätten die sich wirklich sparen können. Aber ich glaube, so eine Nude-Palette von Lancôme macht durchaus Sinn. Ein Schimmerton ist in der Mitte mit dabei, also ein heller Schimmerton, ansonsten wirklich schöne, wahrscheinlich sehr sanfte, matte Töne. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Schließt magnetisch offensichtlich. Schön. Doch, also das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Hätte ich in der 24 erwartet, aber nicht in der 18. Hammer. Am 19. Dezember bekommen wir eine parfümierte Bodylotion, La Vie est Belle, 50 ml. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen aufpassen müssen, weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen schimmernd. Ne? Was ganz toll ist eigentlich, wenn du so ein bisschen Ausschnitt trägst, oh, hier ist ein bisschen was verschoben, und dann so die Schlüsselbeine vielleicht ein bisschen schimmern oder man das so auf den Beinen hat oder hier auf den Schultern. Ne? Das sieht schon schön aus, aber man muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ich mag den Duft irre gerne und finde es auch toll, wenn da eine parfümierte Bodylotion mit dabei ist, dann hält der Duft einfach noch mal ein bisschen länger, wenn du dann ja auch das Parfum verwendest. Mega gut. Wir haben jetzt unsere dritte Gesichtscreme hier drin. Ja, das ist okay. Vor allem ist es diese hier einfach. Das ist der Hammer, die ist so teuer. Die Soft Cream aus der Lancôme Absolue-Reihe. Und hier sind 15 ml drin. Und diese 15 ml fühlen sich so schwer an, wie manch eine Full-Size. Das ist echt krass. Also richtig, richtig hammermäßig. So schwer, da kannst du echt einen mit erschlagen. Am 21. Dezember haben wir unsere zweite Bodylotion hier drin. Und zwar ist es die Idol-Variante. Auch wieder hier 50 ml. Ich habe das Idol-Parfum mal von der lieben Emmy zugeschickt bekommen. Das ist ein sehr, sehr schwerer Duft. Aber ich mag ihn irre gern. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel auflege, weil dann kriege ich Kopfschmerzen davon. Aber es riecht richtig, richtig gut und hammermäßig. Ich meine, wie auch hier wieder, ne, hätten sie besser aufteilen können, aber ist schon cool, dass wir hier die beiden Varianten auch als Bodylotion drin haben. Wobei ich es merkwürdig finde, dass wir hier dann den Tresorduft haben. Ne? Glaube ich jedenfalls, dass es der Tresorduft ist. Jetzt verstehe ich, warum wir das drin hatten. Okay, denn am 22. Dezember erwartet uns eine Miniatur von dem Idol. Das ist dieses hier. Und oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Das ist ja richtig cool. Also unser zweites Mini. Und hier scheint 5 ml drin zu sein. Doch, ziemlich, ziemlich cool. Also für diese Miniatur-Sammler-Menschen ist es echt schön, ne? Wenn du hier auf jeden Fall zwei drin hast und dann noch den 10 ml Sprayer. Weiter geht's zu der nächsten Schublade, die sich hier auch befindet. Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend. Wir haben unseren dritten Lippenstift hier drin, aber das dürfte, ich glaube, nur Full-Size sein. Guckt euch das mal an, wie wunderschön ist diese Verpackung bitte. Ne? Auch hier oben das Lancôme-Logo. Hier dieser Nupsi zum wahrscheinlich draufdrücken. Oben draufdrücken, okay. Du bist aber schön. Oh mein Gott. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an den ersten, den wir hatten, muss ich ehrlich sagen. Weil auch hier ist es wieder ein mattes Rot. Das ist aber French Cashmere Intimat. Das ist was anderes als das Matt wahrscheinlich. Denn das war Drama Matt. Und hier ist die Farbnuance 299. Ja, das ist dann natürlich auch passend zu Weihnachten. Und sehr, sehr edel. Also richtig cool. Boah, was ist in der 24, Leute? Ich bin, weiß ich nicht. Eine Full-Size von einem Parfum? Hm? Ich glaube nicht. Tja, was haben sie denn hier gemacht? Haben sie hier nochmal das gleiche reingepackt. Also du hattest dann quasi schon mal ein paar Tage vorher Zeit, das auszutesten, ob dir das gefällt, ob das deinem Hautton gefällt, wie auch immer. Und dann haben sie hier die Full-Size reingepackt, was ich aber geil finde, weil das ist auch schon wieder ein geiles Produkt. Ne? 20 ml, das ist dann, das ist auch witzig, ne? Das hier ist die doppelte Menge von dem hier. Sieht aber irgendwie viel, viel mehr aus, der Wahnsinn. Aber sehr hochwertig, richtig aus Glas und so. Und ich hatte das hier noch nie in der Full-Size. Hammer. Das werde ich auf jeden Fall verwenden. Einfach, weil ich das so schön finde. Und stell dir das mal vor, du hast es dann auch bei dir im Bad so stehen. Und das ist alles so hübsch. Und das ist so edel, edel. Und ich fühle mich auch ganz edel, edel, wenn ich hier so über meinen Tisch schaue. Ne? Ohne dass Lancôme jemals von mir gehört hätte, dass ich dieses maximal 3 von einer Sorte dieses Jahr raushaue, haben sie es hingekriegt. Also tatsächlich, es ist eine total bekloppte Verteilung. Teilweise ist es total random und irgendwie alles irgendwie gefühlt aufeinander geballt. Hätten die viel, viel schöner machen können. Ich glaube, dann hätte ich den Adventskalender richtig abgefeiert. Wenn ich mir den Inhalt aber angucke, muss ich sagen, sage Lütgen, wenn ihr auf die Produkte von Lancôme steht oder sie mal testen wolltet, haut rein, Leute. Damit habt ihr eure Freude, denn 130 Euro für diesen Adventskalender ist vollkommen gerechtfertigt. Richtig geil finde ich auch einfach, dass wir eine Palette mit dabei haben, dass wir einfach alles Mögliche an Gesichtspflege aus verschiedenen Reihen hier drin finden, auch ein bisschen Körperpflege, dass wir unsere Parfüms auch bekommen, tatsächlich auch eins sogar mit Sprayer, was ich so feier, dass wir Mascaras und Lippies und
Schon cool, oder? Also richtig toller Inhalt. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann zum Ende hin so eine wundervolle Full-Size von diesem Advanced Genifique. Schon cool. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass man diesen Adventskalender auch wieder befüllen kann. Also das ist tatsächlich auch einer von den Adventskalendern, die ich wieder befüllen werde. Vielleicht wird das sogar der Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Man weiß es noch nicht. Wäre auf jeden Fall gar nicht so verkehrt, ne? Oder der Monolidschatten-Adventskalender. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr happy mit dem Inhalt. Wirklich richtig geil. Und also vor allem diese Palette, ne? Das ist der Hammer. Ich kann ihn euch empfehlen, ganz einfach gesagt. Was ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr dort etwas bestellt, dass ihr das über iKral macht. Also ich habe mich da damals angemeldet, als Mamako das mal beworben hatte und bekomme dann immer Cashback tatsächlich. Ich habe auch einen Link dazu in der Infobox, wenn ihr möchtet. Ne? Das wird jetzt bei dem Adventskalender auch ein paar Euros sein. Also ist eigentlich ganz nice. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Alle Sachen sind ausgepackt und ich bin happy und so. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend für dich. Ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.